es war. Hier sehen wir Sebastian beim Auspacken des Merchandise. Undankbare Aufgabe. Niklas hat absichtlich seine Kamera versteckt, damit er weggehen kann und sie suchen kann und ich dann hier Merch aufbauen. Genau. Mit zittriger Hand, wohlgemerkt. Zittriger Hand, weil ich total aufgeregt. Aber es gibt Buttons ohne Ende. Ja, da können wir drüber. Buttons wie Smarties. Die neue CD. Was uns bleibt, ist das Forschen nach Worten, um das zu umschreiben, was unbeschreiblich ist. Und das Staunen über Dinge, die passieren, an denen wir eigentlich unbeteiligt sind. 2+ fürs Vorlesen. Ja, ich bin ein sehr schlechter Vorleser. Das ist die Bühne hier, man sieht sie. Voll mit Stühlen. Mehr Stühle als Menschen zurzeit. Guck mal, ich hab hier was Schönes für dich. Hast du den schon? Nee. Den musst du haben. Oh. Das ist ein Tigerjunge. Ich muss mal Makro aufnehmen. Ich trage ja gerne Tigermädchen. Du hast Tigermädchen? Ja, hier ist ein Tigermädchen. Trage ich ja eher. Tigermädchen. Niklas, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt, Niklas? Ja, doch. Und du hast hier HD-Schild drauf. Ja, HD. Du wirst ja jede Falte sehen. So, jetzt fängt mein Herz auch ein bisschen an zu pochen, das ist gut. Das ist der Tigerjunge. Hey, das war Film? Hast du schon gefilmt? Ich film gerade immer noch. So, hier, guck mal her. Sascha Blom ist ein Tigerjunge. Oh, jetzt müssen wir Makro einschalten, ne? Oh ja, das ist gestochen scharf. Ja, cool. Ich bin ein Tigerjunge. Peter war unsere Vorband. Zack, eine ganz eitrige Hand. Zack, ahoi. Das wollte ich vorhin nicht sagen. Also wenn ihr was wirklich, ja, da wirklich, du weißt das noch? War das Peter? Der kam mit seiner vereiterten Hand zu mir und sagte, was soll ich damit machen? Ich sage, ja, aufhören zu trommeln. Nee. Und dann hat man den gesagt. War das ein Finglas? Du bist noch gar nicht betrunken. Ich bin nicht betrunken, nee. Jetzt ist auch irgendwie... Weißt du das?
Weiß nicht. Vielleicht morgen. Ja. Ich soll was sagen. Ja, sag mal. Ja, genau. Das überschneidet sich nachher in unseren... Wir können dann so eine Videokonversation so mit genau. so Versatzstücken aus deiner und meiner Kamera machen. Genau, pass auf. Okay. Sascha. Ja. Und, waren die Bremer gut zu dir? Warst du das erste Mal in Bremen gespielt? Ja. Abgefahren. Und? Ich hab fast geweint. Ich schäme mich, ja. Ja, das ist normal, dass bei mir Menschen weinen. Ja. Vor. Zeit! Mich betrügst du nicht mit Taschenspielertrick. Auf jeden Fall hast du erreicht, dass irgendwie der Gitarrenprofessor der Musikhochschule hier in Bremen kopfschüttelnd rausgegangen ist und gesagt ja, hat, das ich muss weg. Dafür möchte ich dir jetzt schon gratulieren. Das war ja auch mein Ziel gewesen heute. Das hat die Atmosphäre im Saal um einiges gehoben. Das war auch mein Ziel heute, auf jeden Fall. Das darf ich auf jeden Fall sagen. Ja. Niklas, wie fandest du es denn? Also jetzt, heute. Ich muss sagen, ich fand es echt gut. Es war einfach. Das Streichquartett war echt war gut drauf irgendwie. Die haben es echt ihren Job gut gemacht. So. Ja. Die haben heute Morgen noch so wie 3 Stunden geprobt und ich dachte, oh Gott, vielleicht sind die jetzt ein bisschen alle. Aber das war schon okay. Ja. War echt gut. Solange die Finger nicht bluten, ist alles cool. Die Finger nicht bluten, ja. Und ich muss mich erstmal bedanken bei Niklas, weil ich heute seine Gitarre benutzen durfte. Ja, das ist ja schön. Weil meine Kacke ist. Ja. Ich könnte jetzt auch schon wieder Markus Wiebusch zitieren. Ja, bitte. Wie jedem ist nochmal hier. Mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt. Da ist diese schöne Textzeile dabei. Das spült nur meine Lippen. Und verlassen noch ein Bitte. Und auf der Bierflasche steht Danke. Und ich denke dafür nicht. Doch sie spült nur meine Lippen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber reimt sie trotzdem auf.